Hallo Kackbratzen. Ah! What am I fighting for? Als in der Mitte der 90er Jahre die neuen Videospielsysteme die Wohnzimmer eroberten, war es natürlich auch Zeit für neue Plattformer. Wow, 2D-Spiele war dank 3D und der neuen Performance der kleinen grauen Kisten ein komplett alter Hut. Aber leider hatte man es noch nicht so wirklich ganz auf die Kette bekommen, wie man die Perspektive in Spielen, in denen man nicht nur springen muss, sondern auch sehen sollte, wo man landet, um nicht im Nirvana zu landen, richtig umsetzt. Also, mit Ausnahme von Mario 64 vielleicht. Und so klöppelten viele Entwickler ein 2,5D-Spiel zusammen, mit der Illusion von 3D auf eher klassischen Pfaden, um die möglichen psychologischen Schäden so gering wie möglich zu halten. Unter diesen Entwicklern war auch Crystal Dynamics, die sich mehr oder weniger damit ihren Namen machten, dass sie 12-jährigen Jungs mit ihrer Kreation von Lara Croft ihren ersten Ständer verpassten. Mit dem Plattformer Gex konnte man schon erste Erfahrungen sammeln, aber mal abgesehen davon, dass auch hier die Steuerung noch nicht ganz astrein war, wollte man anscheinend dieses ganze 3D-Dings auf ein neues Level bringen und auch ein älteres Publikum ansprechen. Also klopfte man bei Toys for Bob an und da die Leute anscheinend nichts Besseres zu tun hatten, entwickelten sie für Crystal Dynamics das in der Zeit verloren gegangene Pandemonium. Vermutlich hat man aber bei der Entwicklung zu viel Zeit damit verschwendet, wie man ein Jump'n'Run so edgy wie möglich machen könnte, anstatt sie um die Technik zu kümmern. Während andere Spiele, wie eben das besagte Mario 64 im Jahr 1996 das 3D in Plattformern schon relativ gut gemeistert haben, wählte man für Pandemonium die verstaubte 2,5D-Perspektive und auch wenn es im Jahr 1997 sogar einen zweiten Teil gab, versickerte das neue Franchise irgendwie in der Bedeutungslosigkeit. Vermutlich, weil es mit Clone Noir dann auch Spiele auf der PS1 gab, die alles andere vom Markt gefegt haben. Das erste Pandemonium spielt in einem fernen Land genannt Lyre, eine Welt, die quasi aus einem 0815-Märchenbuch entnommen wurde, mitsamt Drachen, Burgen, Magie und die Gefahr, mit nur einem Glas Wasser an Cholera zu erkranken. Auch das dynamische Heldenduo des Spiels fühlt sich trotz aller Edginess irgendwie deplatziert an. Genauer gesagt haben sie sich in Kostüme geworfen, die man anscheinend aus dem Fundus eines drittklassigen Dorftheaters geklaut hat. Pretty nasty, huh, Fargus? What should we name that one? Shatner's toupee? What do you think, Sid? Let's see another one, Nikki. Oh, heck, why not? Fargus ist der unlustige und leicht schräge Hofnarr, der mit einer sprechenden Handpuppe namens Sid bewaffnet ist, dessen Zunge schärfer ist als die Höcker von Lara Croft in der PS1-Version. Fargus wird begleitet von Nikki, einer Akrobatin aus dem Haus der fliegenden Fleugelfamilie und wie alle Jugendlichen voll mit irrationalen Zukunftsängsten und Tagträumen ist. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als eine große Zauberin zu sein. Zumindest waren das wenigstens noch Berufswünsche und nicht sowas wie irgendwelche Bilder von Füßen auf OnlyFans zu verticken. Um nun ihr Leben zu ändern, nehmen unsere Helden an einem Seminar für Zauberlehrlinge in Schloss Lancelot teil. Da das Gelaber anscheinend zu langweilig ist, schnappen sie sich das Zauberbuch und wollen auf dem Balkon des Schlosses ein paar Zaubersprüche ausprobieren. Fargus und Sid überreden Nikki, einen Zauberspruch der 10. Stufe auszuprobieren, was immer das auch bedeuten mag. Aber leider geht der Versuch mächtig in die Hose, denn die Helden beschwören ein grässliches grünes Monster namens Yongo, das das komplette Dorf verschlingt. Nun gibt es nur eine Rettung. Unsere missratenen Helden müssen die ominöse Wunschmaschine finden, um ihr Dorf zu retten. Zum Glück gibt es im Zauberbuch eine handliche Wegbeschreibung, aber der Weg dorthin ist voller Gefahren. Wie gesagt, erweist sich die Wunschmaschine zu erreichen als ziemliche Aufgabe. 5 Themenbereiche, die auf 18 Level verteilt sind, trennen unsere Helden von ihrem Wunsch, alle Probleme zu lösen. Viele der Level folgen typischen kinderfreundlichen Plattformschauplätzen wie Grasland, dunklen Höhlen, Wüsten, Wäldern oder Burgen. Obwohl die Themen nicht besonders originell sind, gleicht das Spiel dies im Allgemeinen mit lebhaft bunten Pixeln aus, die auf den Bildschirm gespritzt werden, selbst wenn viele Hintergründe dunkel oder fast schwarz sind. Die Verwendung von farbiger Beleuchtung ist ein Detail, das bei ähnlichen Plattformspielen dieser Zeit nicht weit verbreitet war, sodass die Stimmung des etwas standardisierten Leveldesign enorm verstärkt wird. Ein Vorteil ist auch, dass das Spiel nicht versucht, sich allzu ernst zu nehmen. Seltsamerweise gibt es in jedem Level viele verstreute und improvisierte Trampoline wie Spinnweben oder Wassermelonen, mit denen man sehr akrobatisch durch die Welt hüpfen kann. Und auch die Gegner leisten mit ihrem relativ einfachen Gemüt dafür, dass das Spiel niemals seinen heiteren Grundton verfehlt. Das gleiche gilt auch für die Musik.
Die ist jetzt nichts Besonderes, geht aber ganz gut ins Ohr und passt zur Atmosphäre. Das Level-Design ist der gewöhnliche 2,5D-Standardkram, allerdings mit wortwörtlich sehr vielen Wendungen. Der zurückgelegte Pfad wird zwar wie gewohnt sehr linear bewältigt, aber um etwas mehr Abwechslung zu schaffen, biegt, rollt und windet sich der Pfad in seiner Pseudo-3D-Welt. Man läuft also keine Gefahr, sich in der wilden Welt zu verlaufen, und auch die Kamera sorgt immer dafür, dass sie mit ihrer Perspektive fast immer das Geschehen perfekt einfängt und dem Spiel sogar fast schon einen fast filmreifen Look verpasst. Allerdings hat man es oft übertrieben, was dazu führt, dass man manchmal seine Gegner nicht richtig sieht. Oder eben auch Abgründe. Allerdings wird der wilde Lauf durch die Landschaft allzu oft durch viele gefährliche Hindernisse gebremst. Die größte Gefahr stellen hier wohl diverse Kreissägen, Blitze und Stacheln dar, ohne dass man bei seinem Ausweichmanöver in den Abgrund springt. Die Feinde verhalten sich zum Glück nicht allzu intelligent und warten in der Regel darauf, dass man ihnen auf ihren Kopf springt, sofern natürlich die Kamera das zulässt und man nicht aufgrund der schlecht gewählten Perspektive überrannt wird oder aus Versehen in den Abgrund springt. Vermutlich wird man gerade am Anfang des Spiels noch sehr oft ins Gras beißen werden. Unsere Helden können den Feinden natürlich nicht nur auf den Kopf springen. Der Hofnarr verfügt über einen sehr tödlichen Ratschlag, dessen Reichweite allerdings nicht allzu groß ist und unsere Nikki kann einen Doppelsprung ausführen. Allerdings erwartet dieser Sprung ein beinahe exaktes Timing, weshalb man sehr oft Gefahr läuft, im hohen Bogen ins Bodenlose zu stürzen. Glücklicherweise sind in den Level Power-Ups verteilt. Das Beste ist natürlich die vorübergehende Unbesiegbarkeit, die dem Spieler zusätzlich eine silberne Textur verleiht. Die anderen drei sind verschiedene magische Dinger. So gibt es rote Feuerbälle, blaue Gefrierstrahlen und grüne Schrumpfstrahlen. Die Feuerbälle sind den anderen beiden überlegen, da man zum Einfrieren oder Schrumpfen von Feinden immer noch auf sie treten muss, um sie sofort zu töten. Zudem hält der Zauber auch nur eine begrenzte Zeit an. Wird man des Weiteren von einem Feind oder von einem Hindernis getroffen, verliert man auch sofort sein magisches Power-Up. Abgerundet werden die Sammelobjekte durch Anks für Leben und mit Edelsteinen besetzte Münzen zum Sammeln, wobei 300 Münzen einem ein zusätzliches Leben einbringen. Wenn man einen ausreichend hohen Prozentsatz an Münzen erbeutet, erhält man am Ende des Levels ein Minispiel, bei dem man weitere Schätze sammeln kann, und schließlich sind in manchen Level Herzen versteckt, die die Anzahl der mickrigen 2 Herzen, mit denen man ins Spiel startet, dankbar erhöhen. Magie ist aber nicht nur zum Killen von Feinden da. Es gibt auch einige Gestaltwandlungsbarrieren, durch die unsere Helden gehen müssen. Wenn man zwischen diesen Bereichen läuft, verwandelt man sich in ein Tier, wobei jede Form ihre eigene Kraft hat. Als Frosch kann man höher hüpfen, als Schildkröte kann man sich in seinem Panzer verstecken und als Nashorn rast man mit links durch seine Feinde, wobei das beste Tier wohl der kleine Drache ist. Diese Abschnitte sind teilweise recht großartig und sorgen für die nötige Abwechslung im Spiel. Apropos Abwechslung. In den insgesamt 18 Level hat man sehr schüchtern 3 Bosskämpfe eingebaut, die jeweils auf einer runden Plattform ausgetragen werden. Die Bosse sind nicht allzu schwer. Jeder hat sein eigenes Angriffsmuster, das man relativ einfach erlernen kann. Insgesamt sind die Bosskämpfe ziemlich lahm und vor allem der Endboss hat seinen Namen nicht wirklich verdient. Die Grafik sieht jetzt mit ihrem sehr bunten Look eigentlich nicht wirklich schlecht aus. Und da es noch ein relativ junges PS1-Spiel ist, wollen wir mal nicht ganz so hart ins Gericht gehen. Etwas schlechter ist die Sega Saturn-Version gelungen, da hier die schönen Transparenzen und farbigen Beleuchtung fehlen. Stattdessen hat man den Kontrast erhöht, wobei dann alle Farben etwas verwaschener wirken und immer ins Schwarz abdriften. Die grafisch beste Version erhält man wohl auf dem PC dank seiner Unterstützung für 3D-Beschleunigerkarten, aber es spielt sich eben einfach besser auf der guten alten PlayStation. Die wohl seltsamste Transformation unterging das Spiel für den Verkauf auf dem japanischen Markt. Ich habe keine Ahnung, welche Drogen die Verantwortlichen geschluckt haben, aber anscheinend war man der Meinung, dass ein Hofnarr und eine Akrobatin in ziemlich normalen Kleidern wohl nicht für das japanische Publikum gedacht ist. Die gute Nikki heißt nun Clem und trägt nun einen hautengen pinken Badeanzug mit einer Art Schwanz aus Wolken und hat nun sogar blonde lange Haare und mutierte zu einer richtigen Tussi. Unser Hofnarr Fagus nennt sich in Japan Guppy und hat ebenfalls seine Hofnarr-Uniform gegen einen sehr seltsamen blauen Anzug mit Schwimmweste getauscht. Sein Ratschlagangriff wurde durch einen Purzelbaum ausgetauscht, den wir sogar im zweiten Teil des Spiels wiederfinden. Selbst die lustige Handpuppe hat man geändert. Anstatt einen drolligen Hofnarr mit einem Stock im Arsch, sehen wir nun einen alten Knacker mit Schnurrbart und Diamant als Nase. Da aber das anscheinend noch nicht reichte, änderte man den Namen des Spiels in die magischen Hüpfer und das Reich Leier wurde in Amazing Land umgetauft. Diesmal hat man aber der Sega Saturn Version mehr Liebe spendiert, denn anstatt Standbildern, wie es sie in der japanischen PS1 Version gibt, bestaunt man auf der Saturn einen kompletten Anime-Film.
Insgesamt ist aber Pandemonium ein ziemlich brauchbarer Plattformer, der vielleicht nicht der beste aller Zeiten war, aber sich vor seinen Mitstreitern definitiv nicht verstecken muss. Es ist ein wenig schade, dass das Franchise komplett untergegangen ist, denn ein Remaster wäre eine absolut feine Sache. Oh no, Fargus, what did you wish for? I really wanted to share joy with the whole world. And? I wish that everyone back home could be just like me. Oh no! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.